Frankreich hat einen neuen Covid-Tageshöchststand erreicht. 179.807 Neuansteckungen binnen 24 Stunden wurden zuletzt gemeldet. Das übertrifft alle bisherigen Tageswerte in dem Land seit Pandemiebeginn. Dennoch verzichtet die französische Regierung vorerst darauf, wieder einschneidende Alltagseinschränkungen zu beschließen. Entschieden wurde, Großveranstaltungen in Innenräumen auf 2000 Menschen zu beschränken. Einzelmaßnahmen werden das Problem nicht lösen. Wir haben es bei den Varianten mit Unbekanntem zu tun. Die Regierung versucht ihr Bestes und gleichzeitig die Freiheit der Menschen zu bewahren. Wie Frankreich vermeldete auch Griechenland einen neuen Tageshöchststand an neuen Ansteckungen. Dieser liegt mit 21.600 erstmals im fünfstelligen Bereich. Die Zahl der Covid-Toten in Griechenland erhöhte sich um 60. In Portugal verzeichnen die Krankenhäuser trotz ebenfalls stark ansteigender Ansteckungszahlen keine Überlastung, anders als noch im Februar. Portugal verfügt in Europa über die stärkste Durchimpfung der Bevölkerung. Polen meldet rückläufige Ansteckungszahlen, erwartet aber, dass die Omikron-Variante erst noch richtig zuschlagen wird. Zuletzt wurden in Polen 25 Omikron-Fälle innerhalb von 24 Stunden bekannt. Trotz der steigenden Gefahr einer Ansteckung mit der Omikron-Variante erkennen wir, dass die Anzahl neuer Fälle in Polen nach Weihnachten nicht zu steigen beginnt. Nach heutigem Stand haben wir nicht vorgesehen, diese Woche neue Einschränkungen einzuführen. In Belgien ist eine Entscheidung der Regierung gekippt worden, die beinhaltete, Kulturbetriebe vorerst zu schließen. Das zuständige Rechtsgremium, der Staatsrat, stufte die angeordnete Schließung als unangemessen ein.